Hallo liebe GamesDH-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Man of Medan, dem ersten Teil von Supermassive Games The Dark Pictures Anthology. In Man of Medan verschlägt es euch mit den vier jungen Erwachsenen Alex, Brett, Conrad und Julia in den Südpazifik, wo ihr nach Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg tauchen wollt. Mit dabei ist auch Kapitänin Fliss, eine Einheimische auf Französisch-Polynesien, die das spielbare Charakterquintett komplettiert. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber Was die fünf anfangs noch nicht ahnen, ist, dass in den Gewässern auch ein altes Militärschiff unterwegs ist, auf dem sich Jahrzehnte zuvor ein rätselhafter Fluch ausbreitete, der die Besatzung in den Wahnsinn und schließlich in den Tod trieb. Ihr selbst erfahrt von diesem Geisterschiff bereits im spielbaren Prolog, der einen erstklassigen Einstieg ins Abenteuer ermöglicht. Die Protagonisten selbst, allesamt verkörpert von echten Schauspielern, darunter auch Aaron Ashmore als Julias Bruder Conrad, sind sehr unterschiedlich, aber alle auf ihre Art sympathisch. Conrad ist etwa ein Womanizer, mit dem ihr Fliss ständig plumpe Anmachsprüche reinhaut, was ziemlich lustig sein kann. Toll. Brett, der scheue und feige Bruder von Alex, wächst nach seinem anfänglichen Weicheitum später womöglich über sich hinaus. Hey! Fliss, hey! Wo warst du? Mittels Dialogentscheidungen nehmt ihr Einfluss auf den Gemütszustand und auch auf die Beziehung der Charaktere untereinander, was etwa Alex zu einem Heiratsantrag an Julia bewegen kann oder eben genau von diesem Plan Abstand nehmen lässt. Auswirkungen auf den Kernverlauf haben diese Entscheidungen allerdings nur begrenzt. Vielmehr geht es darum, sich besser mit den Helden identifizieren zu können. Ein Plan der Entwickler, der zweifellos aufgeht. Ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. An anderen Stellen haben die Dialogentscheidungen auch mal größere Konsequenzen und können, wenngleich nicht immer logisch nachvollziehbar, auch zum Tod einer der spielbaren Haupthelden führen. Die meisten der laut Entwickler Supermassive Games 69 Todessequenzen erfolgen aber, wenn ihr an den im Spiel zentralen Quicktime-Sequenzen scheitert. Conrad, der im ersten Spieldurchgang als einziger bei uns starb, verloren wir in einer der Fluchtpassagen, da wir zu spät den Aktionsknopf drückten. Die Quicktime-Sequenzen fallen indes etwas zeitkritischer aus als in Until Dawn, dem ebenfalls von Supermassive Games entwickelten Teenie-Slasher-Abenteuer auf PS4. Das tut dem Spielerlebnis gut, da ihr nicht mehr so oft absichtlich versagen müsst, um einen Charakter sterben zu sehen. Andererseits fallen die Todessequenzen selten so spektakulär bzw. gorig aus wie in Until Dawn. Ansonsten gibt es in Man of Medan trotz anderer Story etliche Parallelen zu Until Dawn. Spielmechanisch ist es ohnehin vom Konzept her sehr ähnlich, mit dem Kurator ist zudem wieder ein Charakter dabei, der in kleinen Intermissions durch die Story führt und das bislang Gesehene in ähnlicher Art kommentiert, wie es der von Peter Stormare verkörperte Dr. Hill in Until Dawn tat. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Obgleich der Prolog bereits Gruselstimmung vermittelt, beginnt der eigentliche Horrorteil erst mit dem Betreten des Geisterschiffs nach rund einer Stunde im Spiel. Bis dahin ist Man of Medan eher ein Thriller, nachdem Fremde euer Schiff überfallen und die fünf Protagonisten als Geiseln nehmen. Spannend ist die Story aber dennoch über weite Strecken, nur das eigentliche Ende, das in verschiedenen Varianten vorliegt, hat uns dezent enttäuscht. Neben dem Solo-Modus hat Man of Medan noch zwei weitere Spielvarianten im Angebot. Zum einen könnt ihr die Story im sogenannten Kinoabend-Modus erleben, wobei ihr mit bis zu 5 Teilnehmern das rund 4-stündige Abenteuer gemeinsam an einem Bildschirm spielt. Jeder übernimmt dann entsprechend einen der Helden oder eben auch mehrere, sofern ihr mit weniger als 5 Personen auf einmal spielt und euch regelmäßig dabei den Controller weiterreicht. Sitzen bleiben, alle! Die spannendste Neuerung ist aber ein nur online verfügbarer Koop-Modus, in dem ihr wirklich parallel unterschiedliche Charaktere spielt und entsprechend in völlig anderen Spielsituationen landet. Der Reiz besteht hier am Ende tatsächlich vor allem darin, dass ihr nicht oder nur in Ansätzen mitkriegt, was der andere gerade tut. Die Gespräche im Nachhinein über das jeweils Erlebte, ein Voice-Chat ist vom Spiel selbst nicht vorgesehen, machen dabei genauso viel Spaß wie das Abenteuer selbst. Man of Medan ist trotz kleinerer technischer Mängel unterm Strich ein guter Auftakt der Dark Pictures Anthology.
Die Spielzeit mag für einen Durchgang recht kurz sein, aber dafür lohnen sich hier mehrere Spieldurchgänge in jedem Fall. Ob Solo, im Online-Koop oder im Kinoabendmodus, das müsst ihr selbst wissen. Reinschauen solltet ihr in jedem Fall. Alle weiteren Informationen zum Spiel sowie unsere Wertung findet ihr wie immer auf Games.ch.